Herzlich willkommen zum Videotest von Freedom Force 2 oder besser gesagt von Freedom Force vs. The Third Reich. So ist nämlich der volle Titel des zweiten Teils dieses Echtzeit-Taktikspiels. Hier sehen wir gerade die Vorstellung von Sky King, einem der 6 neuen Helden im Spiel. Fast alle Helden im Spiel werden mit so einer Entstehungsgeschichte in Form von einem kurzen Comicfilmchen eingeführt. Das Ganze sieht wie das restliche Spiel auch sehr stark nach den Marvel Comics der 50er und 60er Jahre aus. Ja, wie der Titel schon vermuten lässt, bekommen es die Helden von der Freedom Force diesmal nicht mit den bösen Roten zu tun, sondern mit den noch böseren Braunen. Die ganze Geschichte jetzt zu erzählen, würde sicherlich den Rahmen des Tests sprengen, nur so viel es geht um Nazis, die durch die Zeit gereist sind und Superkräfte bekommen haben. Springen wir stattdessen lieber direkt in den ersten Kampf rein. Hier geht es gegen einen alten Bekannten aus dem ersten Teil, das ist Nuclear Winter, einer von den bösen Russen. Hat sich allerdings ein bisschen vergrößert seit Teil 1. Und hier sieht man auch schon sehr schön, wie das Spiel abläuft. Es läuft nämlich grundsätzlich in Echtzeit ab. Allerdings kann der Spieler jederzeit auf die Leertaste drücken und damit das Spiel anhalten und dann in aller Ruhe seinen Charakteren Befehle geben, Gegner angreifen, Charaktere woanders hinziehen und so weiter. Und das ist auch bitter nötig, weil gerade wenn man mit mehr als einem Charakter unterwegs ist, würde es dann doch etwas hektisch werden, wenn es nicht mit der Pausenfunktion so funktionieren würde, wie es denn funktioniert. Auch sehr schön zu sehen hier die wirklich super gemachten Effekte der Superkräfte. Das war ja auch schon im ersten Teil sehr hübsch. Die Engine ist ein bisschen verbessert worden im Gegensatz zum Vorgänger. Texturen sind etwas hochauflösender und ein paar mehr Spezialeffekte sind drin. Hier ist gleich der nächste Kampf. Das ist gegen einen der neuen Bossgegner. Der Mann heißt Fortissimo, seines Zeichens italienischer Nazi-Tenor. Relativ mächtiger Charakter, den man im Alleingang wohl nicht knacken wird können. Und hier behaken ja auch gleich dann 3 Leute. Insgesamt ist das Balancing im Spiel sehr gut gelungen eigentlich. Die Charaktere können zwischen den Missionen in der Kampagne im Trainingsscreen ausgebaut werden. Da gibt man dann die Erfahrungspunkte, die man in der vorigen Mission gesammelt hat, für neue Fähigkeiten oder verbesserte Fähigkeiten aus. Das Ganze gilt allerdings mit einer Einschränkung, nämlich mit dem Custom-Charakter. Man kann sich im Editor seinen eigenen Charakter zusammenbasteln und den allerdings dann so mächtig machen, dass er fast jeden anderen Charakter mit Leichtigkeit ausnocken kann. Und in der Kampagne ist es dann irgendwann möglich, sich diesen Charakter auch ins Team zu holen, wenn man genug Prestige irgendwann gesammelt hat. Und mit so einem übermächtigen Charakter lassen sich natürlich dann selbst die späteren Missionen, die eigentlich ziemlich schwer sind, beinahe im Alleingang meistern. Da muss man halt dann ein bisschen Selbstdisziplin üben und sich am besten an die Vorgaben des Spiels halten. Hier sehen wir jetzt den Trainingsscreen, habe ich eben schon erwähnt. Da können wir die Erfahrungspunkte, die wir in den Missionen gesammelt haben, oben rechts zu sehen im Bild, gegen neue Fähigkeiten eintauschen oder bestehende Fähigkeiten verbessern. Was sehr schön am Spiel ist, das war ja im Vorgänger auch schon so, dass die Level sehr, sehr interaktiv sind. Das heißt, wir können fast alles zu Klump hauen, was rumsteht und die meisten Gegenstände aufheben, rumschmeißen, als Waffe benutzen. Sieht man hier sehr schön. Minuteman schmeißt hier gerade ein Auto auf den Panzer drauf. Oder wir gehen mal in Berlin hin und kloppen das Trinkenhaus kaputt. Mit einem starken Charakter wie Minuteman geht das relativ fix. Da haut man 2-3 Mal drauf und dann fällt das schon in sich zusammen, das Haus. Ja, und da ist es schon kaputt. Sollte man allerdings in den meisten Kampagnenmissionen aufpassen, dass das nicht zu häufig passiert, weil das wird mit negativem Prestige bestraft, wenn man unschuldige Zivilisten verletzt oder Gebäude sinnlos kaputt macht, aber sieht natürlich cool aus. Victory! Die meisten Gegenstände, wie ich schon sagte, können auch als Waffen benutzt werden. Das sieht man hier sehr schön an dem Kanaldeckel. Den heben wir jetzt einfach mal hoch. Schmeißen ihn auf das Auge des Reichers. Das treffen wir sogar. Und es gibt auch dann ganz schnell seinen Geist auf. Sehr schön. Hier noch ein paar Bilder aus dem Mehrspielerteil. Läuft prinzipiell ganz ähnlich ab wie Einzelmissionen oder wie die Missionen in der Kampagne. Mit einer Ausnahme allerdings. Wir können natürlich keine Pausenfunktionen nutzen, was das Ganze etwas hektisch macht, gerade wenn man mit mehr als einem Charakter unterwegs ist. Die Karten sind natürlich viel größer als ein Bildschirmausschnitt und daher kann es in Mehrspielerpartien oft mal passieren, dass einzelne Charaktere in einer ganz anderen Ecke der Karte stehen, als die, die man gerade selber betrachtet und da unfreiwillig K.O. geschlagen werden. Allerdings muss man dazu sagen, im Gegensatz zu Teil 1 sind die Charaktere nun etwas schlauer, das heißt, die stehen nicht mehr blöd rum, wenn sie angegriffen werden und man nichts tut. Die wehren sich halt auch gegen Angreifer, wenn sie merken, dass sie selber attackiert werden. Insgesamt ein wirklich schönes Spiel.
Hier stimmt so gut wie alles. Die Optik ist gut, die Story ist wirklich super und die Umsetzung ist sehr, sehr liebevoll. Also man merkt im Spiel wirklich zu jeder Zeit an, dass die Entwickler auf Comics der 50er und 60er Jahre stehen. Und es ist trotz der knallbunten Comic-Optik und der einfachen Bedienung ein knallhartes Taktikspiel mit Rollenspielelementen, die im Hintergrund auch noch ablaufen, ohne jedoch den Spieler irgendwie durch Zahlenkolonnen oder sonstige zu komplexe Geschichten zu überfordern. Insgesamt ein wirklich schöner Titel, kann ich nur empfehlen. Das Echtzeitstrategiespiel Empire Earth 2 bietet 3 Kampagnen mit je 8 Missionen. Eine koreanische, eine deutsche und eine amerikanische. Insgesamt erstreckt sich der Bogen über 5 Jahrtausende bis ins Jahr 2070. Hier stecken wir im 13. Jahrhundert, spielen den Teutonischen Orden, in Blau gehalten, und sollen Landhandelsverbindungen zur Hanse im Westen errichten. Das sind die türkisfarbenen Flaggen. Dummerweise haben wir kein Gold, müssen also erstmal ein Handelsschiff hoch nach Schweden schicken, das künftig automatisch hin und her pendelt und Rohstoffe gegen Gold tauscht. Wir bekommen einen Nebenauftrag. Da die Schweden eine Handelsblockade vor den Küstenstädten der Hanse errichtet haben, sollen wir 5 Kriegsschiffe als Blockadebrecher einsetzen. Dummerweise finden die alten Schweden das nicht lustig und erklären uns den Krieg. Unseren Goldhandel können wir also erstmal vergessen. Die gute Nachricht hingegen, sobald wir die schwedische Flotte zu IKEA Kleinholz verarbeitet haben, überweist uns Stockholm 1000 Gold, damit wir einen Friedensvertrag annehmen. Prima. Unser Teutonischer Orden hat eine Spezialeinheit, Kreuzritter, die nicht nur mächtig zuhauen, sondern auch Gegner konvertieren können, sodass die Bekehrten fortan für uns kämpfen. Nebenbei forschen wir in den 3 Disziplinen Militär, Wirtschaft und Regierung. Jede Disziplin hat 4 Bereiche. Wenn wir alle 4 erforscht haben, bekommen wir eine sogenannte Krone, die kurzzeitig extra Boni bringt. Hier haben wir sogar 2 Kronen, nämlich Militär und Wirtschaft. Also stärken wir per Menü unsere Infanterie und schalten auf Kriegswirtschaft um. Dann produzieren Kasernen schneller und billiger frische Truppen. Da die polnischen Einheiten in Grün uns nicht zur Hanse durchlassen wollen, müssen wir uns mit Gewalt eine Landverbindung freikämpfen. Also locken wir die Verteidiger zu uns, konvertieren einen nach dem anderen und bauen so mit der Zeit eine ordentliche Armee auf. Die stellen wir ins Hinterland, während unsere Ritter durch eine Mauerlücke an der Küste stürmen und mit Feuerunterstützung der 5 Kriegsschiffe ins Landesinnere rennen. Jetzt müssen wir schnell sein. Um die grüne Provinz einzunehmen, müssen wir das Stadtzentrum unten in der Mitte entweder erobern oder zerstören und durch ein eigenes ersetzen. Doch das Zentrum ist mit Wachtürmen gesichert, außerdem stromert hier irgendwo noch ein Trebuchet-Katapult herum. Und irgendwo steht auch eine Festung, die wir vor der Provinzübernahme ebenfalls knacken müssen. Aber wir lassen unsere Ritter mal weiter draufhauen und machen einen Zeitsprung rund 700 Jahre in die Zukunft. In November of 1943, the German army began to fortify the coast of France in anticipation of an allied assault. Field Marshal Erwin Rommel, the Desert Fox himself, was given the task of overseeing the construction of the Atlantic Wall.
Concrete bunkers, landmines, tank obstacles, machine gun nests, and barbed wire were placed along the beaches in massive numbers. Although the Germans did not know exactly where the Allies would land, they knew the Allies would land in force. American, Canadian, British, and free French forces had been assembled at staging areas in England, expecting to launch an invasion sometime in May. Although poor weather delayed the invasion, the go was finally given for the morning of June 6, 1944. In the dark of the pre-dawn morning, American and British paratroopers were flown deep behind enemy lines to drop onto an unsuspecting enemy and capture and hold critical objectives. In the channel, a huge armada was underway, bound for the beaches of Normandy. As dawn broke, the greatest amphibious assault in the history of the world had begun. Sie haben es gehört, Sie haben es gesehen, der D-Day steht kurz bevor und unsere alliierten Truppen sollen innerhalb von 15 Minuten eine französische Provinz einnehmen. Also schicken wir schon mal Zerstörer und Schlachtschiffe vor, um die deutschen Küstenstellungen einzuebnen. Danach schaufeln wir Infanterie, Panzer und Geschütze in Landungsschiffe und produzieren später noch ein paar Flugzeuge. Während die Jungs einschiffen, hier ein paar Statements von uns zum Spiel. Den ausführlichen Test finden Sie im Heft. Also, Empire Earth 2 macht dank abwechslungsreicher Missionen Spaß, hat aber auch einen großen Frustfaktor. Es ist teilweise bockschwer, selbst auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden. Vor allem in Missionen mit mehreren Fronten schaufelt der Computergegner Unmengen an Truppen in ihre Richtung. Und da man sich ständig auch um Forschung, Diplomatie, Wirtschaft etc. etc. kümmern muss, wird's schnell zu viel. Stellen Sie sich einfach ein Civilization 3 in Echtzeit vor und Sie wissen, was ich meine. Diese D-Day-Mission ist übrigens nicht aus den Kampagnen, sondern eins von vier Einzelszenarios. Sie können auch die deutschen Verteidiger spielen. Richtig koordiniertes Vorgehen fällt hier am schmalen Normandiestrand allerdings schwer, zumal das Zeitlimit von 15 Minuten echt dürftig ist. Aber versuchen wir es mal, mit Hilfe unserer 6 Kriegsschiffe die Armee an Land zu kriegen. Ja, und achten Sie mal drauf, wie das Spiel gleich das Platzproblem einiger Panzer löst. Deren glatteisartiges Umhergerutsche können Sie dank unserer hochaufgelösten Videos wunderbar beobachten. Jetzt wird's knifflig. Hier sind besonders viele Küstengeschütze, Bunker, Flakkanonen und Stacheldrahtverhaue. Ohne das weitreichende Unterstützungsfeuer der Schlachtschiffe hätten unsere Strandstürmer überhaupt keine Chance. Aber schauen Sie sich den D-Day einfach mal an. Ich halte mich mal zurück. Während unsere ersten Beach Boys endlich durchbrechen, schicken wir 2 Bomber ins Hinterland, die sich das Stadtzentrum vorknüpfen. Doch die Zeit ist gleich um, die Mission verloren und Spielstandladen angesagt. Wie leider bei vielen Szenarios in Empire Earth 2. Hallo liebe PC Powerplay Leser und herzlich willkommen in Juiced. Naja, das ist nun keine Saftpressensimulation oder eine O-Saft-Geschichte, sondern Juiced ist ein Rennspiel, das einen wahnsinnig bescheuerten Namen hat, aber in Wirklichkeit ein richtig, richtig gutes Rennspiel ist. Ich bin wirklich begeistert, was selten vorkommt, denn Juiced gefällt mir insgesamt besser als Need for Speed Underground 2 und das will was heißen. Jetzt zeige ich Ihnen mal ganz kurz, was Juiced ausmacht. Sie hören schon, der Motorensound ist nun wirklich brillant, der gefällt mir richtig gut. Und Sie werden es glauben oder nicht, ich fahre im Moment freihändig. Wie geht das? Ganz einfach. Ich habe einen Kumpel namens Vito und der fährt dieses Rennen für mich. Und dank unserer exklusiven, hochauflösenden Hi-Res-Videos können Sie unten die beiden Buchstaben Q und W erkennen. Und damit kann ich Vito Kommandos geben, wie aggressiv er fahren soll.
Wenn das Ganze auf High steht, dann fährt er besonders aggressiv, macht also entsprechend viel Druck und versucht unbedingt an die Spitze zu kommen. Es kann natürlich passieren, dass Vito dadurch so viel Stress aufbaut, dass er Fehler macht. Das kann ich verhindern, indem ich ihm dann mit Q wieder auf Medium oder auf Low einstelle und dann fährt er wieder ein bisschen ruhiger. Hier sehen Sie das Ausrufezeichen über dem Wagen vor mir. Das heißt, der Mann ist nervös, der hat Stress, der kann wahrscheinlich jeden Moment einen Fehler machen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass Vito sich ranpirscht und selbst keinen Fehler macht. Ja, der hat jetzt fast geklappt, das Überholmanöver. Also Sie merken schon, ich fiebere richtig mit, obwohl ich gar nicht selber fahre. Aber es geht ja auch um mein Geld, das Vito macht, wenn er gewinnt. Und ja, zu spät. Vito hat einen Fehler gemacht. Schade. Sure, I'll just cruise. Let me at him. At the back. So, und jetzt fahre ich mal selber in einem sogenannten Sprintrennen. Das sind drei kurze Etappen, quasi Beschleunigungsrennen, wie die Drag-Rennen aus Need for Speed. Und hier geht es vor allem dann mit dem Nitro-Boost voran. Das Ganze machen wir dreimal. Gutes Geschwindigkeitsgefühl. Die Grafik ist ja auch ganz nett mit ein paar Motion-Blur-Effekten und so. Also auch eine runde Sache, aber natürlich auf Dauer wenig spannend zum Zuschauen. Deswegen gleich zum nächsten. Und jetzt habe ich mal ein Custom-Rennen gewählt. Da kann ich dann quasi aus bestimmten Gruppen meine Autos zusammensuchen, mit denen ich fahren möchte, und wähle jetzt hier gerade mal ein Modell für mich aus. Diese Wagen kann ich durch Rennerfolge in der Karriere freispielen und mir dann entsprechende Rennligen zusammenstellen, mit auch verschiedenen Rennmodi. Also eigentlich eine ganz witzige Geschichte, auch gegen Freunde kann man auch im Multiplayer-Modus spielen. Jetzt wähle ich ein ganz normales Rennen und suche mir mal aus den verschiedenen Rennstrecken eine aus, die mir gerade ganz gut gefällt. Vielleicht hier an der Küste in den Hügeln oder vielleicht doch eher Downtown. Mal sehen. Naja, vielleicht doch lieber was im Grünen. Das wäre doch mal eine schöne Abwechslung. So, Wetter gibt es natürlich auch. Es gibt morgens, abends und Nachmittagsrennen. Also wir haben Sonnenschein und Nachtfahrten, und bei Regen fährt sich das Ganze zwar optisch anders, weil die Wassereffekte ganz nett sind, allerdings große Auswirkungen aufs Fahrverhalten hat es nicht. Minimal merkt man es in den Kurven, dass der Wagen ein bisschen schneller rausgetragen wird oder auch mal schneller ausbricht. Deutliche Auswirkungen allerdings nicht, denn Schust ist ein Arcade-Racer, sprich es ist keine Simulation wie GTR, es ist eher sowas wie Need for Speed. Allerdings ist das Fahrverhalten etwas komplexer. Die Wagen geben mehr Feedback an den Spieler und dementsprechend macht es auf Dauer auch mehr Spaß zu spielen, weil es echte Herausforderungen gibt. Und ich zeige Ihnen dieses Rennen jetzt mal, indem ich eine Runde komplett fahre aus der Ego-Sicht, denn es gibt leider keine eingeblendete Motorhaube. Und dann mache ich einen wahnsinnig schnellen Zeitsprung und lasse die anderen beiden Runden quasi in 5 Sekunden durchlaufen. Und dann zeige ich Ihnen nochmal die erste Runde im Replay-Modus. Da haben Sie ein bisschen Zeit, sich die Grafik und den Sound in Ruhe zu Gemüte zu führen. Mein Fazit, also ich bin von Schust nach wie vor begeistert. Ich kann es jedem Rennspieler ans Herz legen, und zwar sowohl den Need for Speed Fans als auch den GTR Fans, die relativ tolerant sind. Denn KI, Rennstrecken, Fahrverhalten, Fahrphysik, Sound vor allem, das alles ist wirklich toll. Deswegen greifen Sie zu, Sie werden es nicht bereuen. Und jetzt viel Spaß mit Schust. Die Dame, die sich hier gleich heiße Händchen holt, ist Anja Romanov, ihres Zeichens Meisterdiebin und die Heldin von Stolen. Wir schauen ihr bei ihrem ersten Einbruch in ein Museum über die Schulter. An der Nordseite ist ein Lüftungsschacht. Das ist der.
Ähnlich wie ihr Kollege Sam Fisher hat Anja eine Reihe von Möglichkeiten, die Sicherheitsvorkehrungen der Gegenseite auszutricksen. Die einfachste: immer schön im Schatten bleiben und den Wachleuten aus dem Weg gehen. Sollte sich eine Konfrontation doch einmal nicht vermeiden lassen, ist Fräulein Romanow gegenüber Sam Fisher etwas im Nachteil. Sie kann ihre Gegner nämlich nur für ein paar Sekunden außer Gefecht setzen. Tödliche Gewalt ist tabu. Sobald wir also diesen Wachmann von hinten überwältigt haben, müssen wir uns beeilen, die Beute einzusacken und uns aus dem Staub zu machen. Er wacht nämlich gleich wieder auf. Die Technik lässt sich da schon einfacher ausschalten. Mit Anjas Multifunktionswaffe deaktivieren wir die Überwachungskamera, um dann in aller Ruhe das Schloss an der Tür zu knacken. Das erledigen wir in einem von drei Minispielen, indem wir das passende Gegenstück zum Schlosszylinder raussuchen und dann das Ding so lange balancieren, bis es einrastet. Ein weiteres Minispiel ist das Computerhacken. Da gilt es, unter Zeitdruck mit den Richtungstasten die vorgezeichnete Sequenz nachzumalen. Da die Steuerung sehr träge reagiert, keine ganz leichte Aufgabe. An anderen Stellen ähnelt Stolen eher Prince of Persia als Splinter Cell. Um beispielsweise die Laserschranken in diesem Maschinenraum zu überwinden, sind einige akrobatische Kunststückchen vonnöten. Wir springen von Generator zu Generator. Balancieren dann auf dieser Stange über das Gitter. Und können schließlich den Hauptschalter umlegen. Auftrag geschafft. Der Strom ist aus. Gerade in solchen Sequenzen fällt die schwammige Steuerung äußerst negativ auf. Das ist auch der Hauptgrund, warum Stolen bei weitem nicht die Klasse des offensichtlichen Vorbilds Splinter Cell erreicht. Ja, die gute alte Zeit. Das Strategiespiel Davinia beginnt bei jedem Start mit einem von diversen Nostalgie-Intro-Filmchen, das nicht nur die optisch an alte Zeiten erinnern, werden sie gleich sehen, wenn wir ins Spiel einsteigen. Davinia steckt uns in eine simulierte KI-Welt, die von einem bösen Virus bedroht wird. Den sollen wir nun natürlich vernichten und das in Missionen, die allesamt identisch ablaufen. Dazu stehen uns vier Einheiten bzw. Programme zur Verfügung. Für die groben Aufgaben sind die Squads zuständig. Das Starten dieser Programme funktioniert mit Mausgesten, die an Black and White erinnern. Auch wenn das Kommandieren der Truppen zunächst aussieht wie ein Echtzeitstrategiespiel, mit Taktik hat Davinia tatsächlich nicht viel zu tun. Da alle ihre Einheiten nur über eine, sagen wir, sehr beschränkte künstliche Intelligenz verfügen, säubern sie zu Beginn jeder Mission erst einmal das Startgebiet von Gegnern. Und zwar per Hand. Dauerfeuer mit der rechten Maustaste, hin und wieder ein paar Granaten werfen, dann ist die Bedrohung durch den Virus auf dieser Insel vorerst gebannt. Jetzt darf man kurz verschnaufen und die Arbeit der Ingenieursprogramme beginnt. Die erinnern nur rein zufällig an einen Film namens Tron.
Während ein Ingenieur dieses Gebäude in Besitz nimmt, zeigt die Wegfindungs-KI noch einmal, was sie nicht kann. Besonders wichtig sind die Inkubatoren. Hier liefern die Ingenieure die Energieüberbleibsel der Gegner ab. Aus denen werden dann die grünen Darwinians, die eigentlichen Einwohner von Darwinia. Damit uns die kleinen eigenwilligen Kerlchen nicht weglaufen, halten wir sie mit Hilfe eines Offiziers im Zaum. Später werden wir sie nämlich noch brauchen. Zuerst säubern wir nämlich die letzte Insel in diesem Gebiet. Hier warten stärkere Gegner auf uns, deren Beseitigung etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Genau das ist übrigens ein großes Problem von Darwinia. Die Kämpfe sind nicht fordernd, sie ziehen sich nur oftmals in die Länge. Da das Starten vom Programm keine Ressourcen kostet, kann es ihnen übrigens auch egal sein, wenn eins rot aufgeht. Ruckzuck ist der nächste dran und irgendwann sind die Gegner dann besiegt. Anspruchsvollste Aufgabe in Darwinia folgt am Schluss der Mission. Dann nämlich müssen sie die Darwinians zu bestimmten Punkten auf der Karte lotsen und Ziele lösen wie etwa 200 Stück an einen sicheren Platz bringen oder Maschinen in Gang setzen. In diesem Fall sollen wir die Generatoren betreiben, um genug Saft zu erzeugen. Dazu bauen wir mit Hilfe der Offiziere eine Art Wegpunktsystem auf. Wegpunkte erst einmal gesetzt, geht der Rest von ganz alleine. Irgendwann haben wir das letzte Ziel erreicht und spielen dann im nächsten Einsatz nahezu exakt das gleiche noch einmal. Die grundsätzliche Spielidee und vor allem die Grafik von Darwinia gefallen mir eigentlich sehr gut, aber letzten Endes steckt einfach viel zu wenig Spiel hinter der hübschen Klötzchenfassade. Chefin von South Beach. Macht 80 Millionen im Jahr mit gestohlenen Waffen und Autos. Er arbeitet nicht für Tico. Lomas. Ein Waffennarr mit dem diskreten Charme eines Zuhälters. Ihr braucht einen Fahrer und ich brauche ein Team. Schlechte deutsche Sprecher, miese Steuerung und Grafikmacken. Die Xbox-Version von Driver 3 war eine Enttäuschung. Mit über einem halben Jahr Verspätung ist jetzt auch die PC-Fassung erschienen. Und wie Sie gerade gehört haben, hat sich zumindest an der fragwürdigen Qualität der Sprecher nichts geändert. Zunächst aber kurz zu den Schokoladenseiten von Driver 3. Realistisches Schadensmodell, hübsche Autos, glaubwürdige Fahrphysik, große Städte, spannende Verfolgungsjagden. All das macht Ihnen das Leben angenehmer, wenn Sie als Undercover-Cop Tenner einer Bande Autoschieber das Handwerk legen. Dabei legen Sie sich dann das ein oder andere Mal auch mit den Gesetzeshütern an. Schade nur, dass man in Driver 3 nicht ausschließlich auf vier Rädern unterwegs ist. Einen großen Teil der Spielzeit ballert man sich zu Fuß durch die Gegner. Diese Szenen steuern sich mit Maus und Tastatur zwar besser als in der Xbox-Fassung, sind aber trotzdem sehr träge. Das Fadenkreuz reagiert mit einer spürbaren Zeitverzögerung auf ihre Bewegungen. Das macht bewegungsreiche Schusswechsel auf geringe Distanz zur wahren Geduldsprobe. Aber zum Glück gibt's ja Auto-Aiming. Wir haben uns wie hier möglichst weit von den Gegnern entfernt aufgestellt, das Fadenkreuz ausgerichtet und dann geschossen. Der Vorteil, die Feinde treffen auf großer Entfernung nur selten ins Schwarze.
Doch selbst auf die nervigste Zu-Fuß-Mission folgt wieder eine Fahrsequenz. Besonders spannend sind die Verfolgungsjagden. Hier sind wir der Gejagte und müssen die Verfolger mit halsbrecherischen Fahrmanövern abhängen. Die realistische Fahrphysik der einzelnen Vehikel und die in diesen Szenen gelungene Steuerung machen es möglich. Die KI lässt sich dabei allerdings ein wenig zu leicht austricksen. Das demonstrieren wir Ihnen hier kurz in einem erneuten Durchlauf der bereits eben gezeigten Szenen. Neben Verfolgungsjagden gibt es auch kleinere Action-Einlagen. Hier beispielsweise randalieren wir auf dem Gelände einer feindlichen Gangster-Clique und machen alles kurz und klein. Oder aber wir sitzen auf der Ladefläche eines Lasters und schicken mit Granaten und Maschinengewehr die gegnerischen Häscher in den Straßengraben. Auch diese Sequenzen werden durch die träge Steuerung allerdings merklich schwerer, als sie eigentlich sein müssen. Diese Probleme mit der Steuerung sind es dann letztendlich, die auch aus der PC-Version von Driver 3 eine Enttäuschung machen. Man stirbt einfach zu häufig, nur weil sich nicht vernünftig zielen ließ. Auch die Grafik ist bestenfalls durchschnittlich. Viele Texturen sind nichts weiter als Farbbrei, Clipping-Fehler mehr Regel als Ausnahme. Dank unserer hochauflösenden Videos können wir Ihnen hier pixelgenau zeigen, wovon die Rede ist. Achten Sie vor allem auf den Schatten des Motorrads, viel zu spät auf poppende Objekte und die spektakulären Bitmap-Explosionen. Mit diesen mehr oder weniger schönen Bildern endet dann auch unser Testvideo zu Driver 3, das weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Herzlich willkommen, liebe Leser, zu den Abenteuern von Plastik-Obi-Wan Kenobi und seinen Klötzchen-Jedi-Rittern. In Lego Star Wars spielen sie mit über 30 bekannten Charakteren die Filmhandlungen der Episoden 1 bis 3 nach. Hier ballern wir uns gerade mit Prinzessin Amidala den Weg aus dem königlichen Palast frei. In den meisten Levels sind sie mit einer Gruppe aus Charakteren unterwegs und setzen sich gegen die Schergen des Imperators zur Wehr. Lego-typisch bauen sie auch immer wieder verschiedene Teile zusammen. Für das Zusammensetzen dieses Roboters gibt es beispielsweise einen Container mit Lego-Teilchen zur Belohnung. Sammeln Sie in einem Level eine ausreichende Anzahl davon, schalten Sie verschiedene Boni frei. Das gleiche gilt für die Einzelteile, die Sie aus verschiedenen Objekten herausholen. Glücklicherweise haben die Entwickler an spielerische Abwechslung gedacht. So spielen sie unter anderem das Podrace-Rennen aus Episode 1 nach. Für die Steuerung von Lego Star Wars empfiehlt sich übrigens ein Gamepad. Tastatur und Maus tun zwar auch mit Analogsticks, lassen sich die Lego-Männchen aber deutlich präziser lenken. Im gesamten Spiel sind überall kleine Gags versteckt. Um diese zu aktivieren, müssen Sie meist mit der Umgebung interagieren, Schalter umlegen etwa oder die Macht an bestimmten Gegenständen einsetzen. Schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir alle diese Bodenplatten aktivieren. Musik
Die Rätsel in Lego Star Wars bauen hauptsächlich auf Teamplay. Hier etwa bei der Verfolgung von Jango Fett. In einem kooperativen Zwei-Spieler-Modus kann übrigens ein menschlicher Spieler die Rolle des zweiten Charakters übernehmen und sie müssen dann nicht mehr ständig umschalten. Wir haben Jango gestellt und bestreiten einen Bosskampf. Während wir dem Schurken zeigen, was eine Hake ist, endet unsere kleine Tour durch Lego Star Wars, das weit mehr ist als ein lieblos dahingeschludertes Lizenzspiel. Sollten Sie neugierig geworden sein, finden Sie alle weiteren Infos im ausführlichen Test im Heft. Zum Abschluss jetzt noch ein Auszug aus der ersten Mission zur Episode 3, garantiert spoilerfrei natürlich. Hallo liebe Leser, willkommen beim Söldner Add-on Marine Corps. Der Name deutet es schon an, diesmal geht es vor allem um Einheiten, die mit dem Wasser zu tun haben. Deswegen gibt es ganz neu einige Boote. Vom Jetski bis zum Patrouillenboot ist alles mit dabei und ich probiere jetzt einfach mal so ein Patrouillenboot aus. Das Ganze steuert sich ein bisschen behäbig, aber es ist eine sehr coole Alternative, um auf dem Wasserweg zur gegnerischen Fahne zu gelangen. Der große Nachteil an den schönen Wasserwegen ist, dass es hier relativ wenig Deckung gibt. Man hat zwar mal so wie hier eine Landzunge oder vielleicht auch irgendwo einen Felsen im Wasser, aber das war's dann auch schon. Ansonsten ist man den Raketen und Geschossen der Gegner hilflos ausgeliefert und wenn man sich so wie ich hier mal an so einem Halbinselchen hier verhakt, dann steht man doch mit runtergelassenen Hosen da. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, hier an der nächsten Küste anzulanden und die Fahne zu erobern. Denn darum geht es vor allem in Söldner. Im Conquest-Modus, dem beliebtesten Modus, werden Fahnen erobert. Das Team, das die meisten Fahnen hält, zieht dem gegnerischen Team Punkte ab und wer zuerst bei 0 ist, der hat verloren. Ist auch im Add-on noch so. So, eine kleine Neuerung zeige ich nochmal ganz kurz anhand einer Spritztour, und zwar die Wüstenkarten. Davon gibt es jetzt auch ein paar. Und zusätzlich natürlich auch einige Vehikel und neue Waffen, einen ganzen Haufen, um ganz genau zu sein. Es gibt diverse Einheiten zu Land, zu Wasser und in der Luft. Es sind ungefähr 40 neue Vehikel, die dazugekommen sind. Und wie gesagt, ein ganzer Berg von neuen Waffen. Und eine neue Klasse, die zeige ich Ihnen gleich. Und zwar gibt es ein neues Kit zu kaufen, das sogenannte Kampftaucher-Kit. Und das Besondere daran ist, man bekommt einen kleinen Scooter, mit dem man unter Wasser schneller fahren kann. Natürlich auch an der Wasseroberfläche, aber unter Wasser ist es natürlich ideal, um sich an feindliche Außenposten heranzuschleichen oder um diese herumzuschleichen und dann im Rücken anzugreifen. Bisschen mühsam ist es schon und natürlich ist man als Kampftaucher auch den gegnerischen Kugeln hilflos ausgeliefert, denn genau wie bei den Booten gilt, es gibt nichts, wo man sich hier verstecken kann, außer unter der Wasseroberfläche. Sobald der Gegner es spitz gekriegt hat, ist man allerdings ziemlich arm dran. Leider hat es das Add-on auch nicht geschafft, einige Bugs wie zum Beispiel Fehler in der Fahrphysik oder durch Ziele hindurchfliegende Geschosse aus dem Spiel rauszubringen. Allerdings erhalten alle Söldner-Fans ein echt gutes Paket für ihr Geld mit sehr guten Erweiterungen, neuen Karten und wie gesagt vielen, vielen neuen Waffen und Vehikeln. Allerdings muss man fairerweise auch dazu sagen, dass vor allem Leute, die einsteigerfreundliche Spiele suchen, bei Söldner nicht unbedingt die richtige Wahl treffen. Das wird auch im Add-on nicht anders. Die sind dann mit Konkurrenzprodukten wie zum Beispiel Joint Ops oder Battlefield 1942, der Battlefield Vietnam oder dem in Zukunft erscheinenden Battlefield 2 dann doch besser bedient. Allerdings, wie gesagt, für Hardcore-Strategen und Taktiker ist dieses Spiel hier einen Blick wert.
herzlich willkommen, liebe Zombie-Freunde, zum Test von Cold 4. Cold 4 ist eine PlayStation 2-Konvertierung für einen PC, allerdings keine von der Sorte, wo einfach nur die PlayStation 2-Grafik bloß auf den PC rüberkonvertiert wurde, sondern die Entwickler haben sich schon hier ein bisschen mehr Mühe gegeben und die Grafik den Leistungsfähigkeiten eines modernen PCs entsprechend aufgebohrt. Hier sehen wir gerade das Intro, in dem auch die relativ dürftige Story erzählt wird. Es geht um einen russischen Walfänger, der vor der Küste Alaskas in Seenot geraten ist und die Mannschaft ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Was kann wohl mit ihnen passiert sein? Und das Team von Spezialisten, die hier gerade sichtbar sind im Video, die werden natürlich dann gleich zu Beginn alle möglichst brutal weggemeuchelt und der Spieler muss dann halt rausfinden, was genau hier passiert ist. Ich will jetzt natürlich um Gottes Willen hier nicht allzu viel verraten von der Story, aber ein kleiner Tipp, es hat was mit Zombies zu tun. Ja, wir schlüpfen also in die Rolle von Tom Hansen, Mitarbeiter der US-Küstenwache, da sehen wir ihn schon, der auf sich allein gestellt übers Schiff läuft und diverse Räume untersucht und natürlich gleich von den bitterbösen Zombie-Horden angegriffen wird und sich seine Haut zur Wehr setzen muss. Hier ballern wir gerade von oben von einem Steg raus runter aufs Hauptdeck des Schiffes. Hier kann man auch schon ganz gut erkennen, was eins der sogenannten Hauptfeatures des Spiels ist, nämlich der Seegang. Die Level schwanken, je nachdem wo sich unser Charakter gerade befindet, mehr oder weniger stark hin und her. Auf dem Deck außen ist es natürlich am schlimmsten, unter Deck geht's dann. Und das macht das Zielen auch nicht ganz einfach, weil wir haben zwar einen Laserpointer an der Waffe dran, mit dem wir relativ genau zielen können, aber durch den Seegang, der simuliert wird und sich auch auf unseren Charakter auswirkt, wird es dann doch relativ schwierig, oft vernünftig zu zielen. Das kann allerdings auch daran liegen, dass die Steuerung nicht ganz so perfekt ist, wie man sich es vielleicht wünschen würde. Am besten geht es noch mit Maus und Tastatur. Allerdings steuert sich das Spiel halt in typischer Konsolenmanier mit einer sogenannten relativen Steuerung und nicht mit einer absoluten. Das heißt, die Steuerung ändert sich, wenn sich die Kameraperspektive ändert, was relativ nervig ist. Hier haben wir jetzt gerade ein Dokument aufgehoben, was im Level herumlag. Das können wir uns dann im Menü genauer durchlesen und anschauen. In solchen Dokumenten wird die Story weitergetrieben und es werden Tipps zum allgemeinen Spielverlauf gegeben. Tja, und wer sich schon immer gefragt hat, was mit dem Wal aus Free Willy passiert ist nach den Dreharbeiten, hier ist die traurige Antwort. Und da unten im Bild sehen wir jetzt gerade die zweite Art von Gegnern, die man im Spiel trifft. So eine Art Facehugger mit Namen Exocell. Sind offensichtlich dafür verantwortlich, dass die meisten Besatzungsmitglieder an Bord sich in Zombies verwandelt haben. Sind aber relativ leicht zu töten, ein, zwei Kugeln oder ein Tritt mit einem Stiefel beherzter und dann geben die auch ihren Geist auf. Ja, wo ich gerade bei den Gegnern bin und beim Töten, man sieht, das Ganze ist natürlich in bester Resident Evil Manier und Tradition eine ziemlich blutige Angelegenheit, aber es sind halt, wie gesagt, alles Zombies. Das ist eine von den vielen Fallen, die im Spiel drin sind, die sich aus dem Seegang halt auch mit ergeben. Sind wir gerade übers Deck gerutscht und konnten es gerade noch festhalten. Das ist ein Feature, was ganz witzig ist. Das Schiff ist natürlich komplett in Russisch beschriftet von innen, aber unser Charakter spricht Gott sei Dank ein paar Brocken davon. Und wenn wir halt irgendwo ein Schild sehen, was wir nicht verstehen, einfach nur einen Laserpointer draufhalten und das Spiel blendet dann unten die Übersetzung ein. Die Entwickler haben Licht und Schatten eingesetzt, um im Spiel Atmosphäre zu schaffen. Allerdings haben sie es gerade was Schatten angeht teilweise stark übertrieben und somit sieht das Spiel oft sehr, sehr düster aus. Seid mir gegrüßt, Burgfräulein und Burgherren, hereinspaziert bei unserem Rundgang durch Stronghold 2. Prinzipiell stehen Hobbyfürsten zwei Wege offen. Ein eher friedlicher und ein etwas ereignisreicherer. Dort finden sich unter anderem der Hauptfeldzug, den schauen wir uns später noch genauer an, sowie ein komplett neuer Modus namens Königsmacher. Im Friedenszweig steht die Sim-Kampagne im Mittelpunkt,
eine Serie von verknüpften Aufbaumissionen, die alle auf der gleichen Karte spielen. Ebenfalls nicht fehlen dürfen Skirmish und Multiplayer-Part für bis zu 8 Teilnehmer. Der Karteneditor hat im Vergleich zum Vorgänger deutlich an Umfang zugelegt. Kein Wunder, schließlich spielt Stronghold 2 in einer voll dreidimensionalen Welt. Mit etwas Übung kriegt man damit auch mehr hin als so ein paar kümmerliche Hügel. Wir springen jetzt wie versprochen direkt in die kriegerische Hauptkampagne. Und zwar ins vierte von insgesamt 12 Kapiteln. Die Mission haben wir uns schon einmal in der Beta angeschaut. Diesmal machen wir ernst und verlassen das Schlachtfeld nicht eher, als dass der Sieg unser ist. Ich habe hier viele Aufgaben. Sir Richard Grey kämpft seit über 10 Jahren in den Grenzgebieten. Loyal, aber ohne Hoffnung auf Sieg. Die Lakaien des Bilakaien. Hier warten gleich 4 Aufgaben auf uns. Zum einen sollen wir Sir Grey zur Hilfe eilen, dessen Burg im Osten von Barbaren belagert wird. Im Norden ist eine Gruppe Mönche von Wölfen eingeschlossen und hart auf Rettung. Dann gibt's da noch dieses Räuberlager, von dem aus marodierende Banden die Bauern in der Umgebung bedrohen. Und schließlich die Festung des Schotten MacLeod. Sie einzunehmen ist unser oberstes Ziel. Anwesenheit hier. Angus MacLeod selbst. Den Bullen aus seiner Burg zu vertreiben. Die Grundlagen des Burgenbaus sind die gleichen wie im Vorgänger. Zuerst platzieren wir ein Rohstofflager und die Speisekammer. Dann sorgen wir dafür, dass unsere künftigen Untertanen sich den Bauch vollschlagen können. Ein paar Apfelplantagen sollten fürs Erste genügen. Damit die Bauern sich abends aufs Ohr hauen können, folgen als Nächstes einige Hütten. Weiteren Nachschub an Baumaterial liefern Holzfäller und 2 Steinbrüche. Wir überspringen jetzt einige Spielminuten. Inzwischen haben wir Pfeil- und Pikenmacher eingestellt, die Waffen für unsere Truppen liefern. Einige Bogenschützen und Pikeniere haben wir auch schon ausgebildet. Mit denen wagen wir uns jetzt an die erste Aufgabe, die Rettung der Mönche. Wenn wir zu lange warten, drängen die Wölfe die Brüder immer weiter in die Ecke und dann ist die Mission verloren. Ein ganz schön langer Marsch ist das. Unseren Bauern kann Meister Isegrim zwar richtig gefährlich werden, gegen so eine veritable Streitmacht haben die Graupelze aber nicht viel zu melden. Und so haben wir die Mönche schon bald in Sicherheit gebracht. My Lord. Zur Belohnung folgt dann eine der zahlreichen 3D-Zwischensequenzen, die wir an dieser Stelle allerdings abbrechen. Schließlich wollen wir nicht zu viel über die Story verraten. Als Nächstes widmen wir uns den Banditen. Die leisten schon etwas mehr Gegenwehr. Und sie haben sich auch noch mit den Wölfen verbündet. Seltsame Schoßtiere. Was an dieser Stelle zum ersten Mal auffällt, sind viele Einheiten auf dem Schirm, geht Stronghold 2 auch auf Flottenrechnern in die Knie. Das System, auf dem wir dieses Video gedreht haben, war immerhin ein 3 GHz P4 mit 1 GB RAM und einer GeForce 6800. Wie das Spiel auf schwächeren Systemen abschneidet, entnehmen Sie dem Technikcheck im Heft. Jetzt wartet unsere bislang schwierigste Aufgabe, Sir Grey von seinen Belagerern zu befreien. Zwar ist unsere Armee immer noch vergleichsweise klein, doch auch hier drückt die Zeit. Wenn wir nicht rechtzeitig angreifen, droht die Niederlage. Zwar haben die Entwickler von Stronghold 2 endlich Formationsbefehle eingebaut, die Gruppen lösen sich im Kampf jedoch sofort wieder auf und es entsteht ein heilloses Durcheinander. Nicht selten stürzen sich 2 Dutzend Mann auf einen und denselben Gegner, beeinflussen kann man das kaum. Hier zählt Masse statt Taktik. Wir sind bereit. Richtig gemein. Während sich unsere stärksten Kräfte bei Graceburg vom Kampf erholen, wird unsere eigene Festung plötzlich belagert. Die kleine Garnison ist mit den Angreifern völlig überfordert. Wenn wir unsere Männer nicht schnell zurückrufen, werden wir einfach überrannt. Zu allem Übel rennt im Norden eine 2. Feindarmee gegen unsere Welle an. Und die Jungs haben Katapulte dabei. Was nicht nur unseren Mauern den Garaus macht, sondern auch dem Rechner. Der ruckelt sich gleich zu Tode.
Ein paar Minuten später haben wir es dann irgendwie doch geschafft, die Aggressoren zurückzuwerfen und die Löcher zu flicken. Nun können wir uns endlich wieder etwas um unsere Wirtschaft kümmern. Mittlerweile sind nämlich neue Gebäude verfügbar. Getreidefelder, Mühlen und Bäcker versorgen die Arbeiter mit Brot. Dank unseren neuen hochauflösenden Videos können wir denen sogar beim Backen über die Schulter schauen. Je abwechslungsreicher der Speiseplan ist, desto lieber haben die Bürger uns. Über ein Bier nach Feierabend freuen sie sich natürlich auch, weshalb wir Hopfenfelder angelegt und Brauereien und Gasthaus hochgezogen haben. Neben der Zufriedenheit der Untertanen gibt es in Stronghold 2 einen weiteren wichtigen Faktor, die Ehre. Die verdienen wir uns zum Beispiel, indem wir regelmäßig Feste im Thronsaal feiern. Fürs nötige Mahl sorgt die Burgküche, die ihre Lebensmittel beispielsweise von Fischteichen und Schweinefarmen bezieht. Mit den Ehrpunkten können wir zweierlei anfangen. Zum einen besonders starke Einheiten rekrutieren. Waffen benötigt. Zum anderen umliegende Dörfer zur Zusammenarbeit überreden. Die liefern dann regelmäßig Lebensmittel oder andere Rohstoffe in die Burg. In der Mission haben wir uns die Unterstützung aller Siedlungen in der Nähe gesichert. Erkennbar an den roten Einfärbungen auf der Übersichtskarte links unten. Machen wir uns jetzt auf zum großen Finale, dem Sturm auf das Versteck von Lord MacLeod. Dazu haben wir nicht nur einige Abteilungen Bogenschützen und Pikeniere ausgebildet, sondern auch Leiternträger. Die werden uns helfen, die Mauern zu erklimmen. Einfach kaputt schlagen wie im Vorgänger können unsere Soldaten die nämlich nicht mehr. Das bleibt jetzt Belagerungsmaschinen wie Katapulten vorbehalten. Wie lautet der Plan? Bogenschützen, bereit machen. Dort drüben. Das Land ist unser. Die Attacke verläuft ja schon ganz gut. Jetzt werden wir versuchen, unsere Bogenschützen auf dem Torhaus zu postieren. Von dort aus können sie Gegner im Burginnern unter Beschuss nehmen. Zwar stecken unsere Jungs herbe Verluste ein, doch das braucht uns nicht zu kümmern. Lord MacLeod flieht und die Schlacht ist gewonnen. Wie unser Stronghold-Feldzug weiter verlief und was die Burgbausimulation sonst noch zu bieten hat, lesen Sie im großen Test im Heft. Herzlich willkommen zum Testvideo zu Trackmania Sunrise, liebe Leser. Da wir Ihnen das Rennspiel erst in der letzten Ausgabe in bewegten Bildern gezeigt haben, beschränke ich mich diesmal auf das Wesentliche und stelle Ihnen noch einmal alle Spielmodi vor. In den Rennen geht es wie schon im Vorgänger lediglich um Bestzeiten. Kollisionen mit den Konkurrenten sind nicht möglich, die funktionieren nur als Bestzeitgeister und dienen der Orientierung. So wissen Sie jederzeit, wie gut Sie im Rennen liegen, um Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen. Einsteiger schauen hier übrigens schnell in die Röhre. Der Schwierigkeitsgrad wurde im Vergleich zu den Vorabversionen stark in die Höhe geschraubt.
um Gold zu bekommen, müssen sie bereits in der mittleren Stufe gegen einen Geist fahren, der nahezu perfekt auf der Ideallinie seine Runden dreht. Wer wenig Übung oder Geduld hat, wechselt hier am besten sofort in die einfachste Stufe. Wundern Sie sich in diesen Szenen nicht über die zusätzlichen Bildschirmeinblendungen. Um Ihnen mit unseren hochauflösenden Videos die hübsche Grafik von Trackmania Sunrise zu zeigen, präsentiere ich Ihnen den brandneuen Plattformmodus anhand einer Wiederholung mit verschiedenen Kamerawinkeln. Die Strecken im Plattformmodus sind nur etwas für Tüftler. Sie müssen Checkpoints abfahren und haben dafür unendlich viel Zeit. Das klingt eigentlich recht simpel, ist tatsächlich aber unheimlich fordernd. Die Streckenführung variiert nämlich von in zwei Versuchen schaffbar bis hin zu Wochenendbeschäftigung. Wer den nötigen Ehrgeiz hat, kann sich hier allerdings prächtig austoben, immer neue Kniffe finden und am Ende das befriedigende Geschafftgefühl auskosten, wenn endlich Gold eingefahren ist. Der Puzzle-Modus spielt sich genauso wie schon in Trackmania. Sie werden vor eine unfertige Strecke gesetzt und müssen diese mit begrenzten Teilstücken fertigstellen. Während des Bauens können Sie jederzeit ausprobieren, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Auf Knopfdruck landen Sie mit Ihrem Gefährt auf der Strecke und testen Ihre Qualitäten als Straßenplaner. Mein erster Lösungsansatz für diese Strecke ist, naja, sagen wir suboptimal, also zurück ans Zeichenbrett. Haben Sie sich erfolgreich durch die Rennen gekämpft, schalten Sie Strecken im Crazy-Modus frei. Hier ist der Name Programm und Sie brettern über kleine, spaßige Pisten wie diese hier. Damit sind wir am Ende des Testvideos angekommen und es ist Zeit für das Fazit. Mir macht Trackmania Sunrise eine Menge Spaß, das liegt vor allem am fordernden Plattformmodus. Solange es nicht unfair wird, mag ich fordernd schwere Spiele, in denen ich mich durchbeißen muss und genau das kann ich hier tun. Allerdings ist gerade der Schwierigkeitsgrad der größte Knackpunkt an Trackmania Sunrise, das ansonsten im Vergleich zum Vorgänger weitestgehend Detailverbesserungen erfahren hat. Wer mit Trackmania hin und wieder ein paar Ründchen nach Feierabend gedreht hat, der stößt bei Sunrise schnell an seine Grenzen. Außerdem fehlt mir die Möglichkeit, zumindest optional echte Rennen gegen echte Gegner zu fahren. Ständig Bestzeiten nachzujagen, wird auf Dauer doch etwas eintönig. Wer aber einen Funracer sucht und bereit ist, etwas Arbeit zu investieren, der ist bei Trackmania Sunrise genau richtig. Wie schon beim Vorgänger führen sie auch in Cossacks 2 ihre Einheiten nicht einzeln ins Feld. Frisch ausgebildete Füsiliere oder Grenadiere werden vor der Kaserne zu Kompanien zusammengefasst. Wichtig ist vor allem die Wahl der richtigen Formation. Die Kolonne eignet sich am besten für lange Märsche, weil die Soldaten dabei kaum ermüden. In Reihe!
erkennbar an dem kleinen roten Balken neben dem Einheitenbild links unten. Kommt es zum Kampf, ist die Linienaufstellung die beste Wahl. So ist die Feuerkraft am größten. Das Karree schließlich ist eine Abwehrformation, falls die Truppe in die Zange genommen wird. Wie das in der Praxis funktioniert, schauen wir uns jetzt anhand einer der mitgelieferten historischen Schlachten an. Klassische Situation. Wir stehen mit unseren kaiserlich-österreichischen Truppen am Nordufer des Flusses, die Franzosen am Südufer. Für solche großen Schlachten empfiehlt es sich, die Kamera etwas herauszufahren, um mehr Übersicht zu haben. Meistens eröffnet die Artillerie den Kampf. Sonderlich effektiv sind die Kanonen allerdings nicht, weshalb es uns auch wenig kratzt, dass der Computergeneral eine kleine Jägergruppe losschickt, um unsere Armee auszuschließen. Da kontern wir doch einfach mal mit Kavallerie. Die Ulanen bekommen jetzt zwar erstmal mächtig auf die Nuss, das nehmen wir aber gerne in Kauf. In der Tat geht es bei Cossacks 2 größtenteils darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Die eigentlichen Feuergefechte oder Nahkampfattacken sind in wenigen Sekunden ausgetragen. Wenn sich nur wenige Abteilungen gegenüberstehen, ist nicht selten schlicht entscheidend, im rechten Augenblick den Feuerbefehl zu erteilen. Denn während die Computertruppen auf die Reiterei ballern, hat unsere Infanterie Gelegenheit, den Fluss zu überqueren. Jetzt haben die Gegner ihr Pulver verschossen und wir können in die Offensive gehen. Denn das Nachladen dauert mehrere Minuten. Die farbigen Ovale, die hier von Zeit zu Zeit eingeblendet werden, stellen übrigens die Feuerreichweite dar. Grün bedeutet, dass die Trefferchance sehr niedrig ist. Im roten Bereich ist die Feuerkraft am höchsten. Es kann sich also durchaus lohnen, eine gegnerische Salve einzustecken, nur um dann selber aus nächster Nähe zu feuern. Dabei ist nicht unbedingt entscheidend, wie viele Treffer die Truppen landen. Sie müssen lediglich die gegnerische Moral brechen. Dann nehmen die Feindsoldaten reißaus. Der Feind nähert sich. Der Feind ist nah. Wir stehen unter feindlichem Artilleriebeschuss. Die Einheit des Feindes wurde vernichtet. Die Einsätze in der Solo-Kampagne spielen sich im Prinzip genauso, allerdings in etwas kleinerem Maßstab. Meistens muss eine Reihe von Dörfern unter Kontrolle gebracht werden. Dazu schickt man einfach wie hier einen Stoßtrupp vor, rennt die örtliche Garnison über den Haufen und schon gibt's mehr Rohstoffe zum Basisbau. Interessanter ist da schon der Modus Schlacht um Europa. Dort übernehmen sie den Oberbefehl über eines von 6 Reichen. Russland, Preußen, Österreich, Großbritannien, Frankreich oder Ägypten. Hier planen sie ihren Feldzug selbst, indem sie auf der Karte Bündnisse aushandeln, Rohstoffe eintauschen und ihre Armee verschieben. Konflikte werden dann auf den bekannten 2D-Schlachtfeldern ausgetragen. Ganz nett, aber zu schnell vorbei. Die Schlacht um Europa ist an einem Abend gewonnen. Hallo und herzlich willkommen zur Vorschau von Boiling Point Road to Hell. Gleich zu Beginn laden wir Sie in die Bar auf einen Tequila ein, denn mit feuchter Kehle lässt es sich wesentlich leichter reden. Unser Held hört sich gerade nach Neuigkeiten um.
Er ist auf der Suche nach seiner Tochter, die auf der Insel Realia verschollen ist. Um sie zu finden, reden wir in Rollenspielmanier mit den Leuten. Wir lassen aber auch unsere Waffen sprechen, um an unser Ziel zu kommen. Dabei geraten wir immer tiefer in einen Sumpf von Intrigen und Rivalitäten. Denn die Bewohner der Insel sind einander nicht gerade freundlich gesinnt. Hier quetschen wir Barkeeper Luis nach Informationen zu den Guerillas auf der Insel aus. Gleich neben dem Tresen finden wir auch schon den Kontaktmann der Guerilla. Mit dem wollen wir ins Geschäft kommen. Deswegen wird er ein bisschen belabert. Wir beantworten eine simple Frage und schon schickt er uns zu seinem Kommandanten Raoul, damit wir für den Jobs erledigen und so ein wenig Geld verdienen können. Sobald wir eine Mission erhalten, rufen wir unser Menü auf. Dann wählen wir die aktuelle Aufgabe aus und unser Zielort wird auf dem Kompass angezeigt. Wir können aber auch zu einer Minimap umschalten. Nach einem kurzen Abstecher in den Dschungel finden wir Kommandante Raoul in seiner Basis. Wir müssen ihn nicht lange von unserer kommunistischen Einstellung überzeugen, damit er uns den Job gibt. Per Multiple-Choice-Verfahren suchen Sie sich aus den angebotenen Antworten eine passende aus. Da wir es etwas eilig haben, quatschen wir nicht lange übers Wetter, sondern kommen gleich zur Sache. Oha, wir sollen gleich in die Basis der Regierung eindringen, um Informationen zu sammeln. Ein Blick auf unser Charakterprofil verrät allerdings, dass wir nicht allzu grün mit den Soldaten sind. Die paar Schießereien waren doch nicht so gut. Wir werden inzwischen als Feind angesehen. An dieser Straßensperre treffen wir gleich auf einen Trupp Soldaten. Wir zögern nicht lange, zücken unsere Waffe und räumen uns den Weg frei. Bei jedem unserer Treffer wird links eine Anzeige eingeblendet. Dort sehen wir, wie sich unsere Schüsse auf unsere Beziehung zur Bevölkerung der Insel auswirken. Während wir also Bonuspunkte bei Guerilla und Mafia sammeln, werden wir von den Leuten der Regierung langsam aber sicher gehasst. Wie Sie jetzt hören, leiden wir oft unter den Ladehemmungen unserer Waffe. Zudem sind viele Blindgänger unter den Patronen. Da wir die Waffe einem Soldaten abgenommen haben, lässt der Zustand der Waffe sicherlich auch auf die Ausrüstung seiner Kameraden schließen. Schnell riskieren wir einen Blick auf die Ausrüstung unserer Feinde und sammeln neben Munition auch Spritzen ein. Mit denen können wir unsere Wunden kurieren. Danach geht's weiter. Jetzt zeigen wir Ihnen noch, was uns am meisten Spaß gemacht hat. Bootfahren. Allerdings sieht uns die Regierung inzwischen als Erzfeind an. Während wir gemütlich unsere Runden drehen, werden wir von den Soldaten angegriffen. Leider treffen wir die Soldaten kaum. Zwar können wir schießen, aber nicht wirklich zielen. Und nebenbei müssen wir auch noch das Boot steuern. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns und wünschen noch viel Spaß mit unserer DVD.